Today, accuracy and precision have taken on new meaning. Oh, 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 oh. Brennmeier-Lurk, brenn. Ein kurzer Stoß. Meier-Lurk-Jäger. Ich dachte, hier gab es spezialisierte Mayas. Maya. So, wo sind denn jetzt die Blähfliegen? Ich will das gute Pupsfliegenfleisch auch haben. Da ist eine Pupsfliege. Ich zoome jetzt aber hier nicht den Poppes ab nach irgendwelchen Pupsfliegen, die hier vielleicht abgestürzt sind. Black Hawk down, Alter. So, ja, wie gesagt, also ich habe eine Woche lang, vielleicht sogar zwei Wochen lang oder mindestens anderthalb Wochen lang, mindestens eine Woche lang oder eine und eine halbe Woche lang habe ich nicht aufnehmen wollen, weil sah nicht gut aus, noch schlimmer als sonst. Und deswegen bin ich jetzt mit allen Serien reichlich im Rückstand. Also mit fast allen. Far Cry habe ich noch so ein bisschen Material. Minecraft geht auch noch bis Ende Juli. Wir haben heute, glaube ich, den 7. oder 8. Juli. Ich weiß es nicht ganz genau. Nein, auf dem zweiten Bildschirm kann ich leider keine Uhr sehen. Ach so, ja. Da wollte ich ja eigentlich gucken, ob das irgendwie eine historische Bewandtnis hat. Mit dieser Plakette. So. Wo ist denn hier der nächste Ort in der Nähe, den wir noch... Ich versuche mal die Karte mit M zu öffnen. Gutshaus Blackhall, da haben wir jetzt überhaupt nichts zu... Obwohl... Moment, da ist doch der alte Blackhall, den haben wir doch... haben wir den gekillt? Ach man, ich habe schon wieder komplett die Erinnerung an alles verloren. Ich glaube, den ollen Blackhall hatten wir gekillt. Nee. Warte, wir hatten geladen und sind dann zu Marcella gegangen. Dann müsste der Vogel eigentlich noch hier sein. Und der müsste dann einigermaßen sauer sein. Huhu, alter Zausel, ich habe dir ein bisschen Feuer mitgebracht, damit du eine rauchen kannst. Moinsen. Sie haben hier nichts zu suchen. Ach so. Ja. Schön. Moin. So, kriege ich nicht mal schlechtes Karma für. Das ist gut dafür. Ein bisschen Kleidung. Ich werde jetzt hier mal nicht looten. Was? Nein, ich werde jetzt hier mal nicht looten, weil wir ansonsten nämlich nichts mehr machen können. Wir gehen jetzt raus und gehen zum nächsten Marker auf der Karte. Ja, will nicht looten, aber guckt schon wieder, hält schon wieder Ausschau. Da Honk, ne? Anbauerhütte. Was ist das? Eingang zum Heiligen Moor. Heiliges Moor hört sich irgendwie... Parzelle des Olfi-Clans. Ofi-Clans. Okay. Also was, dann gehen wir mal zur Parzelle des Ofi-Clans. Und danach... will eigentlich nicht zu weit raus. Was haben wir hier noch? Mit Wasser gefüllter Karsttrichter. Hallenstellerhütte. Müllhaufen. Das hier würde mich auch interessieren. Zeltplatz mit Strandblick. Weißt du was, dann gehen wir mal hier zurück. Dann pennen wir 24 Stunden im Homestead-Motel und hoffen mal, dass wir da, dass wir dann wieder Ocken überall haben. Man wird ja wohl noch träumen dürfen, ja. So. Da sehe ich Spaß. Aber ich traue mich irgendwie nicht, die Waffe zu wechseln in diesem Kackland hier. So, ich werde mal eine doppelläufige Flinte verwenden. Ja, man kann ja mal die eigene Waffe schonen. Hui, da fliegt es hoch. Alle Autos fliegen hoch. Und wir holen uns gleich wieder den Flammenspeier. Den müssen wir irgendwo mal reparieren. Der ist nämlich schon reichlich abgeranzt, das alte Teil. Kernspaltungsbatterien, Arbeiter overall.
Alter, hier gibt's schon wieder so viel zu looten. Also. Ja, und wenn du meinst, ich loote zu viel und das wäre alles gar nicht nötig, dann sage ich einfach mal, hätte Gott nicht gewollt, dass ich das alles hier loote, dann hätte er nicht dieses schöne Loot überall platziert. Amen, Bruder und Schwester. So, wo ist denn die Parzelle? Hör auf zu blubbern, du gruseliges Gesumpfe. Ich finde das lustig. Aber das radelt ganz ordentlich, ne? Ich darf auch nicht vergessen, mich ab und zu mal zu entradeln, weil nachher wächst mir noch ein drittes Bein. Die Parzelle des Ophi-Clans. Oh, ein Friedhof. Wenn hier mal keine Ghule sind, dann will ich nicht mehr Honk heißen. Dann heiße ich wieder Alien Live Gaming. So. Oh, guck mal. Grabschändung ist fein. Ist nicht gemein, sondern fein. Kriege ich das? Oh, mit Teddybär und Auto begraben. Das arme Kind. Und ich räube das Grab aus. Hallo, ist hier wer? Mich wundert es, dass es hier keine Ghule gibt. So, das ist also die Parzelle des Ophi-Clans. Ophi, ich bete dich an. Aktivieren wilde Punga, Punga, Punga. Alter, hier ist was los, ne? Ja, wieder nette Schmuckelemente. Hat mal wieder einer wirklich einen schlechten Geschmack gehabt für die Gestaltung des eigenen Hauses. Wobei, das ist ein Friedhof, da darf man sowas. Wer hat das nicht gerne? Ein Friedhof mit Voodoo-Puppen. Da fühlt man sich doch gleich viel mehr zu Hause. Ich will zu dieser Kathedrale darüber. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da hingehe, mache ich in der Haupthandlung weiter und in 0, nix sind wir mit dem Spiel hier, mit dem Addon durch. Und ich will hier noch ein paar Folgen rausholen. Nee, also ganz ehrlich, ich versuche das hier wirklich nicht in die Länge zu ziehen. Also ich versuche es nicht nur, ich tue es. Warte mal. Ich kann einfach nicht anders. Das macht immer so viel Spaß. Hui! Lange nicht mehr Huhu gehabt, ne? Aber sag mal ehrlich, lieber Kevin, niemand sagt Huhu so satisfying wie ich. Nicht mal diese Knarre. Ui! Holla! Das habe ich jetzt nicht mit geahnt. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, meine ich natürlich. Holy shit, Honk. Halt, reiß dich zusammen. Aber vielleicht habe ich ja Covid gehabt. Mir wurde ja neulich mitgeteilt, dass wenn man Covid gehabt hat, dass man dann mehr Chancen auf Demenz hat. Was die sich nicht alles einfallen lassen. Och. Warte mal. Du sollst dich wieder hinsetzen. Das ist doof. Warum? Ja, gut, dann. Auf geht's. Rein in die First Person wieder. Ist mit dem jitternden Mausrad auch nicht gerade einfach. So, wir sind bei 51 Minuten. Leiter von heute. Ich mache nach einer Stunde mache ich dann mal eine Pause. Wie gesagt, immer eine Minute pro Folge. Das heißt, eine Stunde drei, dann mache ich eine Pause. Das heißt, in 12 Minuten. Yes. Die ist leer. Cool. Das hätte ich gar nicht gedacht. So. Ja, weißt du was? Dann penne ich jetzt mal 12 Stunden. Vielleicht habe ich ja Glück. Wovon träumst du nachts, Kollege? Ja, davon, dass ich mein Loot endlich mal loswerden kann. Verflixte Axt. So, das ist diesmal übrigens ein Mövenpick Barista Edition Kaffee, den ich hier habe. Den habe ich mir letztes Mal gekauft.
sauteuer. Aber ich habe mir gedacht, da momentan sowieso alles sauteuer ist, also du kriegst momentan keine Kaffeesonderangebote mehr, da gönne ich mir diesmal was richtig Gutes und habe dann mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und siehe da, es hat sich gelohnt. So, Pier von Point Lookout. Ich reise einfach mal ein bisschen durch die... das war gruselig. Ich reise einfach mal ein bisschen durch die Gegend und schau mal, wo ich was verkaufen kann. Vielleicht geht ja noch was. Hello, Traveler. Hello, Traveler. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Warte mal, wie sieht das eigentlich aus? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Was hat er denn vielleicht irgendwie an rareren Gütern, die ich gebrauchen kann? Nee, der hat nur alles das, was ich ihm gegeben habe. Zuchtpungas und wilde Pungafrüchte hat er auch. Nee, also dem kann ich nichts verkaufen. Der ist voll. Gute Reise. Ja, bitte mal Bescheid sagen, falls du so redest. Würde ich gut finden. red kein Scheiß, sondern versuch, dein Loot loszuwerden, Digga. Kannst du vielleicht mal meinen Panade, kannst du vielleicht meinen Flammenwerfer mal reparieren? Aber sicher. Madame Panada kann hervorragend mit einem Schraubenschlüssel umgehen. Mit einem Schraubenschlüssel? Wie sieht's denn mit zweien aus? So, ja. Fertig. Angebot. Ich hab mir schon gedacht, dass sie deswegen zu mir kommen. Das hört sich irgendwie komisch an. So. Nicht dein Ernst, ne? Olte. Ey, echt, du hast ja überhaupt nichts. Geringverdiener. Ich muss hier noch 8 verkaufen können, Minimum. Ich versuch's mal mit 9. Ja, und noch. Weißt du, ich will heute mal nicht so sein. Ich verkaufe ihr gleich mal noch 2 obendrauf. Rest geht aufs Haus, Digge. So. Irgendwas ist los. Passen. Ja, ja, mach ich. So, lass mal sehen, wie viel Gewicht wir auf der Tasche haben. Ah, scheiße. Weißt du was? Ich habe jetzt aber keinen Bock schon wieder zu handeln. Nein, wirklich nicht. Oder zu pennen oder sonst was. Ich gehe mal kurz nochmal zum Hotel Motel. Kann ich mal diesen Marker entfernen? Der stört irgendwie. Und dann lege ich da einfach mal alles in die Truhe rein. Ja, in diese hier. Gut, 10 mm Schuss. Ja, ich weiß, sie wiegen nichts, das ist auch nicht schlimm. Angelrute, Arbeiter, Overall, Axt. Beschädigter Gartenzwerg, wo habe ich den denn mitgenommen? Fliegenfleisch. Flash and Burn. Ah, das hatten wir lange nicht mehr. Ja, jetzt wird es mal Zeit für eine Pause. Es passiert nämlich, aber ich darf noch nicht, sonst kann ich nicht gut schneiden. Großer Alien-Kristall. Kevin sagte, glaube ich, dass das kein Verbrauchsmaterial ist, dass ich das verkaufen könnte. Stimmt das, Kevin? Habe ich das richtig in Erinnerung? Dann werde ich mich nächstes Mal darum kümmern. Menschenfleisch. Menschenfleisch. Oh Gott, heute sollte ich das nicht machen. Ja, ich wünsche mir ja mal eine Aufnahmesitzung, wo meine Stimme nicht blädiert ist. Dann muss ich aufhören zu rauchen. Sollte ich vielleicht sogar mal. Wäre auf jeden Fall zu empfehlen. So. Oh, eine Schutzbandage. Toll. Söldner Charmeur Outfit. Mhm. Die nehme ich trotzdem mit. Wiegen die eigentlich was? Yo. In der Tat. Weißt du was? Dann lege ich mal die Hälfte ab. So ungefähr. Wodka, zerbeulte Blechdösen. Ja, und ich denke mal,
Dann können wir uns wieder auf die Beine machen. Ach, Fox. Ja, mir wurde auch gesagt, dass es noch eine Begleiterin geben soll, die allerdings einigermaßen witzlos ist. Mir wurde auch gesagt, wo ich die finden kann. Weißt du was? Das ist ein bisschen ungenau. Gehen wir noch ein bisschen näher ran und dann setzen wir den Punkt mal genau dahin. Jo. Gehen wir mal zelten, Digga. Ja, ein paar Minuten muss ich noch. Falsche Wumme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Flammenspeier in dieser Gegend hier die beste Wahl ist. Rekrutierungsstation? Warum war ich hier noch nicht? Och. Eigentlich viel zu... Warte. Zurück zum Gleisgewehr. Huhuhu. So. Ja. Rekrutierungsstation. Jetzt habe ich hier schon wieder so eine Loot-Area gefunden. Ich glaube kaum, dass hier irgendwas geht außer Looten. Oh, und davon ordentlich. Ja. Och. Eine doppelläufige Flinte. Du läufige Flinte! So. Ja, wir haben ja auch noch die Aufgabe mit dem chinesischen Agenten. Ching Chang Chong, Chinese im Karton. Ach ja, und dann wollte ich ja auch noch irgendwas ausprobieren. Aber das kommt gleich alles an den Start. Alter. Oh, Mini-Atombombe. Was soll das denn? Clipboard. Aktivieren Terminal des DIA-Offiziers. Gut. Wir looten erstmal. Dann mache ich das Terminal. Kann ich mal kurz reingucken. USN-Feldeinsätze MDPL-01A Inneres Lieutenant Krumpfholz. Krumpfholz. Okay. DIA Offizier, Verbindungsoffizier, Feldbericht, Festnahme von Yang, öffentliche Bekanntmachung gesucht, Fotodatei Wan Yang. Okay, da das wahrscheinlich was zu lesen ist, mache ich das gleich mal. Wir looten hier erstmal noch eine Runde leer. Erschießen das schnickerpussende Teil da. Schnickerpuss. Hallo. Hui. Da brauche ich gar keinen Watz für, das mache ich einfach so. So. Ein Kakerlakenfleisch. Jojo. Konföderiertenhut in der Mülltonne. Ja. So, viel gibt's hier aber nicht. Das ist nur ein ganz kleines Häusele. Und mehr ist hier nicht. Ja. Ich bin über irgendwas gestolpert, das eben geplinkt hat. Irgendwie. Keine Ahnung. Okay, dann gehe ich doch nochmal an das Terminal und wir schauen mal, wie viel Inhalt da drin ist. Feldbericht, Festnahme von Yang. Einheimische Informanten aus der Gemeinde haben Hinweise geliefert, die zur Festnahme und Inhaftierung der Gesuchten Wan Yang geführt haben, die auch unter dem Pseudonym Fünf-Klauendrache bekannt ist. Yang ist nach Erkenntnissen der DIA eine chinesische Geheimdienstagentin, die seit einem Jahrzehnt in Amerika und Kanada operiert. Yang wurde zum Verhör in das Gefangenenlager Turtledove verlegt. Unsere Dienststelle hat strikt abgelehnt, von der Presse und vor Diplomaten Kommentare abzugeben. Bitte holen Sie beim Verteidigungsministerium Ratschläge zu einer öffentlichen Verlautbarung ein. Öffentliche Bekanntmachung gesucht. Bekanntmachung. Achtung Bürger von Point Lookout. Wan Yang, die unter dem Verdacht steht, Kommunistin zu sein und mit den Chinesen zu sympathieren, wurde in der Nähe von Point Lookout gesehen. Agentin Yang operiert eventuell unter einem falschen Namen und mit einer Verkleidung. Alle verdächtigen Personen sind unverzüglich bei Lieutenant Krumpfholz, die ja in der US-Rekrutierungsstation an der Adresse 1811 St. Mary's Branch zu melden. Bekannte Pseudonyme Jamie Patrick, Maria Lopez, Stanley Derrick, Fünf-Klauendrache. Der letzte gefällt mir am besten. Okay.
Fotodatei Wanyang. Kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die gut aussieht. Auf Benutzergerät gesichert. Okay. Notiz hinzugefügt, Wanyang Fotodatei. Ja, das heißt dann wohl, wir haben eine neue Aufgabe. Oder der violette Vorhang. Das Schicksal des Agenten Yang im Gefangenenlager Turtle Dog untersuchen. Der Agentin. Ein Löffel Whisky bei Margarita, schwarz gebrannten Fusel holen, wenn das Brauen der Lieferung abgeschlossen ist. Okay. Von Geistern umgeben. Stammesleute bei der Kathedrale untersuchen. Bringen ihn so. Ah, das ist ja. Ja, okay. Gut. Also hier gibt es irgendwo ein Gefangenenlager Turtle Dove und da müssen wir hin und rausfinden, was die Wanyang da na? Okay. Wie weit ist denn noch dieser Campingplatz entfernt? Ja, noch eine Weile. So, Calvert Mansion this way. Ja, da waren wir ja. Na, das Irrenhaus, wo der sehr unsympathische Mann wohnt. Okay, ich gehe mal lieber hier lang. Und wisst ihr was? Ehe ich jetzt noch irgendwas mache, es passiert nämlich. Und ich sage ganz einfach, ciao mit M wie Menschen, die ich nicht leiden kann. Bis übermorgen. Gehabt euch wohl. Watch out.